Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren kurzen Apex Legends News Update. Ihr habt es im Titel oder im Thumbnail vielleicht gesehen, was ist mit dem Aftermarket Collection Event, was ist mit Crossplay. Der Dataminer Structure hat ein bisschen was rausgefunden, hat das auf Twitter veröffentlicht und ich werde mal ein bisschen was zusammenfassen. Und zwar das aktuelle September Soiree Event jetzt, wie es läuft, bis zum 6. Oktober. Soll wohl nur eine Ausweichsache von Respawn sein, denn Crossplay soll massive Probleme machen. Das wird wohl zurzeit getestet. Aktiv auf der Switch soll es da wohl Probleme geben und deswegen wurde das gesamte Event verschoben. Und das geht ja jetzt dieses Ausweich-Event geht ja jetzt einen ganzen Monat. Ich nehme mal an, dass dieser Monat einfach nur dazu da ist, um Respawn ein bisschen mehr Zeit freizuschaufeln, die sie brauchen, um die Server zu fixen. Ich hoffe auch, alle anderen Server, die allgemein im Spiel gerade Probleme machen. Wie gesagt, zurzeit ist es die Switch, die wohl Probleme macht. Wir haben jetzt also bis zum 6. Oktober, das ist ja nun bekannt, dieses Event und das Aftermarket Collection Event, mit dem auch das Crossplay-System und das Core-Stick Erbstück kommen soll, wird verschoben und man geht davon aus, dass am 6. Oktober, wenn dann das September Soiree Event mit dem Live Die Live Modus zum Schluss, wenn das zu Ende geht, kommt das Aftermarket Collection Event mit dem Core-Stick Erbstück, mit Crossplay und so weiter. Ob das jetzt tatsächlich so passiert, müssen wir sehen. Ob Respawn bis dahin alles gefixt bekommt, ist auch noch unbekannt. Ich zeige euch nebenbei natürlich mal von Structure so einen kleinen Tweet, wo er auch geschrieben hat, dass dieses aktuelle September Soiree Event mehr oder weniger ein Ausweichmodus ist, weil sie sowas als Playlist normalerweise im Hintergrund mit im Petto haben sollten. Und ganz unten in den letzten Sätzen ist rauszulesen, dass es Probleme mit der Switch und Crossplay aktuell gibt. Wenn es in den nächsten Tagen und Wochen weitere Informationen dazu gibt, halte ich euch diesbezüglich natürlich so schnell wie möglich auf dem Laufenden. Das war es soweit schon wieder von den Informationen. Lasst dem Video gerne einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.